Während die Konkurrenz von Audi und Mercedes ihre E-Autos EQC und e-tron vorstellt, dauert es bei BMW noch 3 Jahre, bis The Next Big Thing an den Start rollt. Dafür wird es aber ein wirklich großes Ding, denn anders als zum Beispiel bei Mercedes wird es eine reine Elektroplattform. Um diesmal global Erfolg zu haben, wird der neue Elektro-BMW kein Kleinwagen wie der i3, sondern ein riesiges SUV. Rund 5 Meter Länge sorgen zusammen mit der platzsparenden Technik dafür, dass der Innenraum geräumig geraten ist. Tatsächlich wagt BMW mit der gerade vorgestellten Studie einen Ausblick auf das Cockpit der Zukunft. Knöpfe und Tasten sind nicht mehr vorgesehen, dafür ein riesiger Touchscreen und eine Mittelkonsole aus Holz, die komplett als Touchfläche genutzt werden kann. Und der Antrieb? Die Technik für Motoren und Akkus sind fertig entwickelt, wird gerade fit für die Großserie gemacht. Für den iNEXT bedeutet das, die 5. Generation des E-Antriebs wird mit Heck- und Allradantrieb kommen. Die Größe der Akkus ist je nach Kaufpreis skalierbar. Das Topmodell soll mit einer Stromfüllung rund 700 Kilometer weit kommen. Wenn das gelingt, wäre das ein echter Fortschritt. Und der Preis? Autobild rechnet mit rund 80.000 Euro Einstiegspreis für das SUV.